So, Mahlzeit Leute, euer Doc wieder am Umarex-Stand. Wir schauen uns heute mal die Walter PPQ TVI an, die ja bereits im vorigen Jahr erschienen ist. In dieser Version hier, schwarz zum Verschluss, beziehungsweise mit blauem Verschluss. Dieses Jahr gibt es eine Neuerung. Wir haben neben der Version mit dem blauen Verschluss auch noch eine Version mit tannfarbenem Griffstück. Und was sofort ins Auge fällt, ist hier unten dieser kleine Knopf, wo drauf steht Push. Das ist im Prinzip dieses Emergency Kit. Und die Unterschiede schauen wir uns mal kurz an. Wenn wir uns mal das Standardmodell nehmen und uns das Magazin mal genauer anschauen, ja, dann sieht das so aus, wie ihr das ja kennt. Jetzt nehmen wir uns mal die andere, die neue. Wir vergleichen noch mal die Magazine. Da seht ihr schon, da sind Unterschiede. Wenn die Kapsel hier festgedreht wird, dann kann die Waffe jederzeit einsatzbereit gemacht werden, indem sie einfach hier nur raufgedrückt wird oder irgendwo aufgeschlagen wird. Ist die Kapsel angestochen, die Waffe ist für Notfall einsatzbereit. Wir schauen mal, ob das neue Magazin auch, jawohl, das passt auch in der Standardversion. Das bedeutet, man kann diese Magazine höchstwahrscheinlich nachkaufen und hat dann für zu Hause ein zweites Magazin mit diesem Emergency Kit. Ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Waffe mit dem tannfarbenen Griffstück ist hier nochmal abgesetzt. Den Griffrücken in schwarz, der hier auch sehr schön hervorsticht. Natürlich auch Blobig, wie bei den ursprünglichen Modellen. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.